bleibt denn Fritz? Sieh was, Mann? Meine Brille. Wir lesen am heutigen Tage das Gleichnis vom Seemann. Siehe, es ging ein Seemann aus zu säen. Und etlicher Samen fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor. Es gibt Hunger, Prinz. Hermetis et bagatelle. La banque au Prince Frédéric. Und etliches fiel auf den Weg. Da kamen die Vögel unter dem Himmel und fraßen es auf. Ach, das ist kein Gewinn. Ah, oui. Eh bien, je crois que cette fois, la chance tourne. La chance tourne. Oui. Suivons, suivons. Oh, mais ben voyons. Marquis, que pensez-vous? Ah, ah. Ça, c'est que ça y est. Oui. Votre Altesse a tort d'insister. Elle n'a vraiment pas de chance ce soir. Perdu! Oh, quel dommage! 3000 ducats! C'est vrai, c'est vrai! Vous m'avez porté bonheur! Quelle Figurheit! Wissen Sie denn nicht, wie spät es ist? Sie müssen doch zum Dienst! Herr von Rocco, da! Wo ist denn der Kronprinz? Schreibt man ihn denn nicht? Zehn Mann suchen ihn von einer Stunde! Sie müssen doch wissen, wo der Kronprinz wieder mal schippt! Nein, nein, Besser! Du hast den Einsatz, Wilhelmin. Was ist denn? Warum weinst du? Ich weiß nicht. Ich habe so Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Der König kommt nie vor zwei aus der Tabagie und dann ist er meistens so besoffen, dass ihn seine Kerze ins Bett schleifen muss. Fritz, Fritz. Ach was, Fritz, Fritz. Ich hasse ihn. Verderben wir uns nicht den Abend? Also bitte. Fang an. Sie, Herr Prinz! Wie war das mit der Maulsperre? Ich will das wissen! Bitte! Der Kerl hat sein Gesicht wie ein Affenpopo! Ich muss ihm eine runterhaben! Scheint doch nicht klar. Ich kann nicht reden. Ich bin ja so traurig. Was soll doch eine Leichenrede halten? Auf Finden! Wie kann man das machen? Na, damit wir nicht lange zu suchen brauchen, auf mich. Nein, ich denke, mit solchen Dingen soll man nicht spaßen. Spaßen? Wer sagt, dass ich spaße? Eine Leichenrede, Herr Prinz. Aber die Wahrheit will ich hören. Das Ding gefällt mir nicht. Gemacht, Majestät. Sei doch kein Spielverderber, Rocco. Nee. Aber hier geblieben. Du hast wohl Angst vor meiner Rede, Herr von Rocco. Nee. Nimm dir ein Beispiel an einem König, alter Hosenscheiße.
vergnügte Leidtragende. Wieso denn vergnügt? Ich denke, ich bin gestorben. Darum sind wir ja gerade vergnügt. Der Erste. König von Preußen. Mein lieber Schwiegervater. Na, ich sehe mich noch nicht auf dieser Hochzeit tanzen. Er besaß die seltene Gabe, durch seine verbindliche und charmante Art Menschen im Sturm zu gewinnen. Wir haben nämlich gefragt, ob er eine galante Krankheit hat. Niemals lieh er sein Ohr einem Zwischenträger. Spione und Verleumder wären an seinem Hofe kläglich verhungert. Treue blickte aus den Augen seiner Diener. Treue aus den Mienen seiner Ratgeber. Sein Geiz war schlimm. Sein Jähzorn schlimmer. Durch die jungen Offiziere, mit denen er sich umgab, lernte er die Nöte und Kämpfe der Jugend begreifen. Prost! Allabendlich versammelte er die erlaubtesten Schöngeister der Nation um sich, verbrachte die Stunden in ästhetischem Gespräch über Kunst und Wissenschaft in der charmantesten, kultiviertesten Umgebung. Nach dem Grundsatz, vor Gott sind alle Menschen gleich, verprügelte er seine Untertanen wie seine leiblichen Kinder, streng nach dem Bibelwort, wer seine Kinder lieb hat, der züchtigt sie. Aber aufhören! Er soll weiterreden. Jawohl! Seht ihr, der König will die Wahrheit hören. Wo sein Stock nicht hinreicht, tut ja doch jeder, was er mag. Nein, ich weiß. Man soll nur Gutes von den Toten reden. Und darum feuchtfröhliche Trauergesellschaft. Da schupft mich immer einer. Ihr seid ja alle besoffen. Sag ihr dem Erbprinzen von Bayreuth, falls er glaubt, er muss sich besoffen stellen, um mir die Wahrheit zu sagen, da kennt er seinen Schwiegervater, den König von Preußen, doch noch nicht. Gute Nacht miteinander. Der König von Preußen lebe! So viel Kerzen bei dem Mondschein. Sind wohl immer geschnappt, die Burschen. Noch dazu Wachs, was wohl teuer ist. Na, dann werde ich mal ein Pfeiflicht aufstecken. Hm? Hört er was? Für Ihren Majestät nicht auch? Was ist das? Ich würde es für eine Flöte halten, Majestät. Eine Flöte? Was soll denn hier und jetzt eine Flöte?
Hat sie nicht gewusst, Wilhelmine, dass der Kronprinz Arrest hat? Ja, Majestät. Dass ich ihm ausdrücklich verboten habe, Besuche zu empfangen? Ja, Majestät. Die infame Kanaille, warum ist sie dann hier? Majestät, ich habe mein Ja. Er, ganz ruhig. Sei er, ja, ganz ruhig. Verteidige er seine Schwester nicht. Er wird Mühe genug haben, sich selber zu verteidigen. Eversmann! Bringe die Prinzessin auf ihr Zimmer. Sie hat Arrest. Wache vor die Türen. Wie kommt er hierher? Er hat Arrest in der Kaserne. Wie kommt er hierher? Aus dem Fenster geklettert. Gut. Nobel, Prinzenmanieren. Aus dem Fenster klettern. Wie ein Stallknecht, der zur Viehmarkt will. Warum sperrt er mich ein? Wie spricht er mit seinem Königskujon? Hat meine Milde ihn frech gemacht? Hält er meine väterliche Schonung für Schwäche? Väterliche Schonung? Milde? Was er mir alles nimmt, woran mein Herz hängt? Das nennt er Milde? Woran hängt denn sein Herz? Am Plünder! Am Gott von meinen Leuten! Hat er gearbeitet, wie ich befohlen habe? Nein! Aber nun! Noten hat er geschrieben. Was mit den Noten? Weg! 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 Hier! Was? Was hat er studiert? Der Kronprinz von Preußen! Er ist meine Bücher vor! Was hat er studiert? Hat er Zölle, Steuern, Staatswissenschaft studiert? Hurenlektüre! Schweinereien! Ins Feuer damit! Du hast nicht, Vater! Liest du die Bibel? Lies im deutschen Recht. Lies, wie man Adelland besiedelt und Wüstereien in Preußen fruchtbar macht. Das ist deine Pflicht. Ich pfeife auf meine Pflicht. Ich kann das Wort nicht mehr hören. So. So. Du pfeifst drauf. Was? Mit der Flöte, wie? Mit der Flöte pfeifst du drauf. Dann muss die Flöte eben zum Teufel gehen. Vater! Hat er gemacht! Ein Jammerling bist du. Wenn mein Vater mich so behandelt hätte, wie ich dich behandle, ich wäre 10-mal davon gelaufen. Was ist das für ein Lappen, den du da hast? Wo hast du deine Montur? Ist es wahr, dass du die Montur einen Sterbekittel genannt hast? Ja! Ja, 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 ja! Und wenn ich stelle, würde ich diese verfluchte Montur ins Fenster reißen und sie mit meinen Füßen zertreten! Du Wicht, du! Es gibt kein Wort! Kein Wort für dich! Jetzt kenne ich dich! Dich muss man bewachen wie Feuer! Dich lasse ich nicht mehr aus den Augen! Nach Süddeutschland, wohin ich nächstens reise, wirst du mich begleiten. Ich werde dein Wächter sein. Dein unermüdlicher Wächter. Verlass dich drauf. Fritz. Jesus. Ich bin gegen den Kamin gefallen. Tut's weh? Nein.